Grunde bin ich schüchtern. Als kleiner Junge musste ich zu den Mädchen in Sandkasten immer getragen werden. Ich habe ein panisches Harmoniebedürfnis. Ist das eigentlich normal? Letzte Nacht habe ich geträumt, meine Frau würde mich verlassen. Natürlich völlig absurd. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich hundeelend. Und irgendwann bin ich einfach tot. Ich sehe das gar nicht ein. Napoleon, wir rufen dich. Napoleon Bonaparte, wenn du mich hörst, zeige dich uns. Das ist mein Sohn. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Herr Benjamin. Wir haben gedacht, Sie wären Napoleon. Ich habe ja ganz vergessen, dass heute Dienstag ist. Tut mir leid, Mutter. Ich will zu Onkel Josef. Lasst euch nicht stören. Onkel Josef? Gibst du wieder sterben, Onkel Josef? Nein, mein Junge. Die Proben sind zu Ende. Der Mensch wird alt und mangelhaft. Heute ist Premiere. Tu mir das nicht an, Onkel Josef. Mit wem soll ich denn dann reden? Ja. Mit deiner Frau Helene? Ja, sicher. Bist du nicht mehr glücklich mit ihr? Doch, sehr sogar. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man erst mal ein paar Jahre verheiratet ist. Bedauere. Ich hatte bisher nicht das Vergnügen. Komm mal näher an. Ich muss dir was sagen. Ich habe noch was für dich. Ein Geschenk. Damit gehst du zur Landesbank, du gehst einfach hin und sagst die Nummer. Du hast es. Meine Beerdigung brauchst du nicht zu kommen, es ist ja lächerlich, da steht mir nur meine Tonvase herum und tut so, als ob ich drin wäre. Benjamin. Ja, Onkel Josef? Siehst du die Kristallkugel dort am Fenster? Ja? Bring sie mir. Lass sie einfach los. Siehst du etwas? Nein, was soll ich sehen, Onkel Josef? Ich sehe nicht. Irgendwann wirst du es sehen. Es wird so dunkel. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Fantastisch.
Tag, bitte schön. Oh, Herr Benjamin. Mein Name ist Benjamin. Ich habe einen Safe-Schlüssel. Einen Augenblick. Herr Paul, da ist Herr Benjamin. Er will an einen Safe. Oh ja, Sekunde bitte. Grüße Sie, Herr Benjamin. Sie sind mir bereits avisiert worden. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Ich habe Sie letzte Woche im Fernsehen gesehen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Bitte sehr. Achso, ja, ich gehe jetzt. Was ist das denn? Der Weg ist das Ziel. Onkel Josef, Onkel Josef. Was soll das wieder bedeuten? Ich bin doch gar kein Mützentyp und dann so eine. Der Weg ist das Ziel. Was willst du mir damit sagen? Peppe? Haben Sie Herrn Benjamin rauskommen sehen? Nein, der muss noch da drin sein. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sagen Sie, haben wir eigentlich Föhn heute? Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich werde verrückt. Wahnsinn. Klatter Wahnsinn. Warten Sie, ich will nur schnell meine Frau was zeigen. Die wird Augen machen. Helene, ich habe eine Überraschung. Ja, ich bin's. Heute habe ich die Weiße an. Ich habe schon solche Lust auf dich. Was? Gar nichts? Ach, du spinnst doch. Na gut. Wir haben sowieso nur so lange Zeit, wie seine Show dauert. Ja. Bis gleich. Komm erst mal rein. Du müsstest längst im Studio sein. Ich gehe überhaupt nicht mehr ins Studio. Es ist alles so sinnlos. Was? Du erwartest Damenbesuch? Na ja. Entschuldige. Na, mach doch nichts. Wozu ist man befreundet? Kann ich dir helfen? Brauchst du ein Valium? Mensch, Eduard, wenn du wüsstest, wie ich dich jetzt beneide. Sag mal, wie siehst du überhaupt aus? Rasier dich erstmal. Und dann fährst du zum Sender. Ich rufe dir ein Taxi. Hallo. Ja, was für mich? Nein, nichts. Oh, Herr Intendant. Guten Abend, Herr von Selbitz. Guten Abend, Herr Benjamin. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Immer noch Lampenfieber? Nach all den Jahren? Ich freue mich auf Ihre Sendung.
Ich fahre jetzt nach Hause und schaue sie mir im Kreis der Familie an. Sie sind der Liebling meiner Frau. Habe ich Ihnen das schon gesagt? Tatsächlich? Ja, wirklich. Doch, doch. Tja, also, toi, 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 mein Lieber. Danke, Intendant. Ach, übrigens, ich finde das ganz toll, dass wir endlich die Leinemann zu unserer Sendung einladen konnten. Das verspricht ein Klirr zu werden. Ja. Danke. Guten Abend, Herr Verdelfitz. Guten Abend. Benjamin, gut, dass du kommst. Pass auf, die Leinemann mussten wir ausladen. Die Anordnung von ganz oben. Benjamin, also, die Leinemann, weißt du, du bist ja lang genug bei uns, um zu wissen, dass... dieses Buch, das sie geschrieben hat, also allein der Titel zeigt den Schwänzen ihre Grenzen. Also das ist denn doch zu, selbst für die relativ späte Sendezeit, verstehst du? Benjamin, warte doch. Also kurz und gut, wir haben einen anderen Gast für dich. Einen Psychoanalytiker. Thema Geschlechterkampf. Hat auch ein Buch geschrieben. Sag mal, passt dir irgendwas nicht? Ich sag doch nichts. Aber du schaust mich an wie ein Trottel. Urteile Menschen nie nach ihrem Äußeren. Sehr witzig. Du musst doch neulich der Kantine sagen, ich wäre ein feiger Idiot vor versammelter Mannschaft. Nee, musste ich nicht. Sie wussten es schon. Benjamin, darf ich dir deinen heutigen Gast vorstellen? Aber die Herren machen sich am besten selber miteinander bekannt. Funkelstein. Dr. Funkelstein. Ich muss mich doch sehr wundern. Wieso sind Sie hier? Wann man mich eingeladen hat. Ich bin da ganz unbefangen. Ich hoffe, Sie auch. Übrigens, kennen wir uns? Soll das ein Witz sein? Ja, ich meine, offiziell, fürs Publikum. Was schlagen Sie vor? Ich schlage vor, nein. Sie schlagen vor, nein. Wie Sie wünschen, bitte. Noch 60 Sekunden bis Ende Gesundheitsmagazin. Wir drei machen. Ich werde zunächst einige Thesen aus meinem Buch vortragen und dann soll ich... Benjamin, Telefon. Was jetzt? Ist unmöglich. Es ist dringend, sagt sie. Sie? Ja, meine Frau. Ich komme. Noch 2:20 bis zur Sendung. Danke. Helene? Mutter, bist du wahnsinnig? Die Sendung beginnt in 2 Minuten. Was willst du denn? Bitte was? Nein, Mutter, ich habe nicht den scheußlich gepunkteten Schlips an. Ich habe dir eben die Karten gelegt, Peter. Sei bloß vorsichtig. Ansage ab. Du musst dir heute jedes einzelne Wort überlegen. Hörst du? Hallo. Meine Damen und Herren, und nun wieder zur gewohnten Stunde Talk um 10 mit Peter Benjamin. Gast ist heute der bekannte Psychoanalytiker Dr. Alfons Funkelstein. Das Thema lautet, zeigt den Schwänzen ihre Grenzen. Oh nein, Verzeihung, meine Damen und Herren, das Thema ist kurzfristig geändert worden, wie ich gerade sehe. Es lautet nicht wie in Ihrem Programmheft ausgedruckt, zeigt den Schwänzen ihre Grenzen, sondern Plädoyer für den Geschlechterkampf. Herr Dr. Funkelstein, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Plädoyer für den Geschlechterkampf. Soll das heißen, Sie sind dafür? Dafür oder nicht, es gibt ihn. Und er ist gesund. Der Kampf, der offene Schlagabtausch, das ist doch ungeheuer belebend. Beseitigt den Stress, entlastet die Gefäße und umso süßer dann die Versöhnung, die Ruhe nach dem Sturm. Das sind Erfahrungen, Beobachtungen aus meiner Praxis. Aus Ihrer Praxis als Geschlechterkämpfer? Nein. Kommst du nachher noch mit zu den Griechen? Nee, da war letztes Mal eine Fliege im Salat. Sehen Sie, Spannungen zwischen den Geschlechtern gibt es schon seit menschlichen Urzeiten. Schon Salome ließ sich das Haupt Johannes des Täufers auf dem Tablett servieren. Warst du schon bei dem Japaner? Nehmen Sie den Mann von heute, der seine angetraute Gattin vor dem Fernsehschirm mit der Axt erschlägt, nach 30 Jahren Ehe, nur weil sie ihn nicht in Ruhe die Sportschau sehen lässt. Das ist doch eine ungeheure Energie, das ist faszinierend. Sie fänden es also faszinierend, wenn ich meine Frau mit der Axt erschlüge? Dazu müsste ich etwas weiter ausholen. Also, ich könnte mir etwas Faszinierenderes vorstellen zwischen Mann und Frau. Da bin ich 100% d'accord, 100%. Aber lassen Sie uns wieder ernsthaft werden. Ja, meinen Sie, ich mache Spaß?
Herr Dr. Funkelstein, Karl Kraus hat ja mal sinngemäß gesagt, die Psychoanalyse wäre genau die Krankheit, die sie zu heilen vorgibt. Oder ich versuch's mal anders auszudrücken. Herr Dr. Funkelstein, stellen Sie sich vor, Ödipus hätte sich in eine Ziege verliebt, statt in seine Mutter. Das wäre zwar eine Schweinerei gewesen, aber die ganze Psychoanalyse wäre uns erspart geblieben. Jetzt dreht er durch. Ganz amüsant. Haben Sie noch weitere Fragen? Nein, eigentlich nicht. Ach, sagen Sie, sind Sie Einzelkind, Benjamin? Ja. Fragen Sie nicht so scheinheilig, das wissen Sie doch. Ich bin ja Ihr Patient. Was soll das Versteck spielen? Könnte man sagen, dass Sie als Kind zu Ihrer Mutter ein besonderes neurotisches Verhältnis hatten? Na, sag was. Mensch, sag was. Regieraum 2. Für dich. Ja, was ist denn? Oh, Herr Intendant. Selbstverständlich. Unmöglich. Ganz meine Meinung, Herr von Selbwitz. Unmöglich, wie der sich aufführt. Jawohl. Ja, ich werde etwas unternehmen. Jawohl. Sofort. Helene. Helene, warum tust du mir das an nach all den Jahren? Warum hintergehst du mich? Erinnerst du dich, Helene, wie wir damals in der Eifel waren? Wir wollten irgendeine kleine Kapelle besichtigen und sind auf diesem Hochsitz gelandet. War ein bisschen unbequem, aber war doch einsame Spitze, oder? Und dann dieser peinliche Vollmond. Oh, es war herrlich, hm? Der dicke Wirt, kannst du dich erinnern? Der aussah wie Al Capone mit diesen dicken Zigarren. Das Doppelbett mit dem röhrenden Hirsch. War das wunderbar. Erinnerst du dich, die quietschenden Matratzen, es ging immer jip, 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 jip. Wie dieser Sachvertreter von nebenan immer an die Wand gedonnert hat. Boom, boom, boom. Ist da los? Ist doch jetzt egal. Aber, sag mal, du kannst mir das doch nicht erzählen, dass das alles vorbei ist. Dass du mich plötzlich nicht mehr liebst. Helene, warum betrügst du mich jetzt in dem Moment, wo ich hier im Studio sitze? Helene, warum? Warum? Helene, ich liebe dich doch. Oh, mein Gott, warum bin ich bloß zum Fernsehen gekommen? Helene, ich liebe dich doch. Bitte sag mir wenigstens eins. Mit wem treibst du's? Mit wem? Alle Achtung, heute ist ein Form. Was hat er, das ich nicht habe? Woher weiß er das? Weiß ich nicht, Eduard. Hast du etwa... Ach, Quatsch, ich hab gar nichts. Ist ja auch egal. Die Hauptsache, du kommst zurück, ja? Und jetzt? Sieh mal, Helene... Das mit Sonja, das war nichts. Gar nichts. Das mit Gisela war auch nichts. Und das mit Marlene, das war so, wie wenn man ein Glas Wasser trinkt. Und hallo, außerdem ist das alles so... Joe, du, ich hab gerade wahnsinnig viel zu tun. Keine Angst, es ist nicht privat. Mach schnell den Fernseher an, die Benjamin-Show. Was ist damit? Ich hab dich nie wirklich betrogen. Da war ich gar nicht selber. Schau das erstmal an, ich komme dann anschließend vorbei, okay? Das mach ich gar nicht. Das war der Stress. In letzter Zeit war ich doch brav wie ein Lamm. Jedenfalls habe ich mir das vorgenommen. Abspann! Abspann! Störungsbild! Nachsehen, ob der Wetterhahn nicht schon da ist! Ich habe mir schon oft vorgenommen, aber diesmal ist es was anderes. Eine Herztropfen. Helene. Warum muss er das ausgerechnet mir antun? Ausgerechnet mir. Immer ich. Warum immer ich? Herr Benjamin, ich verstehe Sie. Das ist ein Experiment, ein Rollenspiel. Und Sie wollen wahrscheinlich spielerisch die Zwänge und Grenzen des Mediums Fernsehen demonstrieren. Ich danke Ihnen, Dr. Funkelstein, dass Sie die Situation retten wollen, aber ich habe sowieso die Schnauze voll. Ich kündige! Auf Wiedersehen! Meine Damen und Herren, bis zu den Spätnachrichten haben wir noch ein wenig Zeit. Wir zeigen Ihnen deshalb aus unserer Serie Herrliche Heimat einen Volkstanz aus Bayern.
ist, rede ich mit ihm. Was willst du ihm sagen? Die Wahrheit, was sonst? Der weiß doch gar nicht, dass du es bist. Vielleicht wird es Zeit, dass er es erfährt. Ich habe sowieso die Nase voll, dich immer nur zu treffen, wenn er seine Show hat. Was denn jetzt? Wer? Na, Benjamin. Einfach nicht aufmachen. Ach, weiß doch, dass ich da bin. Überhaupt? Jetzt wird reiner Tisch gemacht. Hast du die Show gesehen? Mhm. War's eindrucksvoll? Sehr. Entschuldige, ist der Besuch noch da? Nein, ja, nein. Gott sei Dank. Ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann. Eduard, ich... Helene, mein Gott, bin ich froh, dich zu sehen. Was machst du hier? Sie hat deine Show gesehen. Dann ist sie hergekommen und ich habe ihr erstmal ein Aspirin gegeben. Man muss sie ganz einfach in den Arm nehmen. Fass mich nicht an, Benjamin. Bitte. Was ist los? Es ist aus. Das ist los. Aber Helene, ich verzeih dir doch alles. Das ist schön, Benjamin, aber das ändert nichts. Nein? Mhm. Es bricht mir das Herz, aber es ändert nichts. Die ganze Nation weint, aber es ändert nichts. Okay, okay. Hallo. Hallo. Felix. Hast du es gesehen? Mhm. Also, schieß los. Pass auf, da ist ein Typ, der ist völlig verzweifelt. Der liebt seine Frau, aber er weiß nicht, ob sie ihn liebt, verstehst du? Und während die ganze Nation zuguckt, macht er eine Liebeserklärung. Ist das nicht stark? Vielleicht hat er einfach einen Dachschaden. Mm-mm. Ich glaube, das ist einfach ein guter Typ. Dem ist es scheißegal, was die Leute denken. Er tut's einfach. Mensch, Martin, das ist eine Love Story und wir beide sollten sie machen. Die ganze Geschichte aus männlicher und aus weiblicher Sicht. Du redest mit ihm und ich mit ihr, hm? Mm-mm. Wenn es dir Spaß macht, kannst du auch mit ihr reden. Warum machst du es nicht alleine? Das ist deine Story. Martin, warum machst du nicht mit? Fährst du weg? Eine Story in Wien. Mhm. Mensch, die Kleine kannst du dann noch mit einem großen Eisbecher beeindrucken. Mit der musst du dann nicht nach Wien fahren. Du kannst es dir überlegen. Schreib die Story oder lass es sein, okay? Tut mir leid, was ich gesagt habe. Schon in Ordnung. War nicht so gemeint. Ciao. Heute Nacht bin ich aufgewacht und ich wollte dich umbringen, aber ich konnte sie nicht. Das ist doch der beste Beweis dafür, dass ich dich liebe. Nein, das ist nur der Beweis dafür, wie entschlusslos du bist. Wer ist es? Kenne ich ihn? Ist er jünger als ich? Oder älter? Ach, Benjamin. Ich hoffe wenigstens, dass es keiner aus unserem engsten Bekanntenkreis ist. Vergiss deine Valium nicht. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Wir hätten aufs Land ziehen sollen. Auf dem Land kommt Trennung viel seltener vor. Aber dann wärst du wahrscheinlich mit den Postboten durchgebrannt. Das war Blödsinn. Entschuldige, das hätte ich nicht sagen sollen. Verzeihung, Helene. Du wirst doch nicht wieder anfangen zu rauchen. Jetzt hast du es 3 Monate durch. Ja. Siehst du, das ist typisch. An mir interessiert dich nur, ob ich wieder rauche oder nicht. Wie ein pavlovscher Hund. Sag mal, eigentlich müsste ich dich ja verlassen. Aber ich brauche dich, Helene. Du brauchst nicht mich. Was du brauchst, ist eine Haushälterin, eine Sekretärin, eine Steuerberaterin, eine Putzfrau, eine Köchin, eine Geisha. Vor allen Dingen brauchst du eins.
eine Mutter. Mutter! Grüß dich, Olga. Helene, lauf doch nicht weg. Benjamin? Ja? Was du gestern in deiner Show gemacht hast, das fand ich wirklich lieb von dir. Aber ich habe damals auch lieb gefunden, dass du die doppelseitige Annonce in die Zeitung gesetzt hast. Helene, ich werde mich ändern, ich schwöre es. Und dass du das Reklameflugzeug gemietet hast. Dasselbe nochmal hast du den Himmel schreiben lassen. Später auf meine Geburtstagstorte. Zuckerguss. Aber du hast dich nie geändert. Und du wirst dich auch jetzt nicht ändern. Und darum ziehe ich aus. Verstehst du das? Wir können ein Kind haben, wenn es das ist. Ach ja, jetzt auf einmal. Ja, nicht auf einmal, so allmählich. Wir können eins adoptieren, eins aus Grönland oder aus dem Ostblock. Du widerst mich an mit deinem Zynismus. Ich will dich nie wiedersehen. Aber endgültig! Mutter, was willst du eigentlich hier? Was ich hier will? Ich mach mir Sorgen um dich. Übrigens, wo ist denn der Fernseher? Den habe ich der Putzfrau geschenkt. Wie hat er es aufgenommen? Hat er mich gesehen? Das ist mir völlig egal. Geht schon wieder. Aber ein etwas dünnes Nervenkostüm im Augenblick. Ich liebe dich. Dich und dein dünnes Nervenkostüm. Eduard, fahr mich bitte ins Hotel. Wieso denn ins Hotel? Ich muss erst mal alleine sein. Wir hatten noch ausgemacht. Ich will mich nicht dauernd verstecken müssen, wenn er dich besucht. Ich hoffe, du hast ihr wenigstens dein Konto sperren lassen. Wie? Also ich glaube, ich brauche jetzt einen kleinen Wupptisch. Mein Gott, sieht das hier wieder aus. Was hast du gesagt, Mutter? Sag mal, soll ich dir nicht vorläufig mal den Haushalt führen? Mein Gott, Mutter, warum bist du nicht in Bad Gastein geblieben? Du kannst in Ruhe Bridge spielen, Moorbäder nehmen, Chorkonzerte hören, was noch? Dich massieren lassen, deine okkulten Bücher lesen und Heilwasser trinken. Heilwasser? Du? Hört ja nicht ironisch, das überlasse gefälligst mir. Aber Junge, sei doch froh, dass du so los bist. Ach, Mutter, wir sind eben zwei erwachsene, selbstständige Menschen, die ihre Unabhängigkeit brauchen. Das ist alles. Peterle, du und selbstständig. Da lachen doch die Hühner. Mein Taxi, ich muss weg. Kann ich dich unterwegs irgendwo absetzen? Nein, danke, ich bleibe hier. Ich warte auf dich. Wir haben noch eine Menge zu besprechen. Tu, was du nicht lassen kannst. Übrigens, mein Tagebuch habe ich eingeschlossen. Sag mal, wie sprichst du denn mit deiner Mutter? Du tust ja gerade so, als ob ich hier herumschnüffle. Ja, adieu, Mutter. Je öfter ich mein Bild im Monitor und in den Zeitungen sehe, desto weniger weiß ich, wer ich bin. Warum vergeude ich mein Leben beim Fernsehen? Warum werde ich älter und sterbe? Baumwolle nur mit 60 Grad waschen, Socken lauwarm im Waschbecken. Sind Sie noch da? Ja, ja. Das letzte Mal habe ich gesagt, ich will mich umbringen. Jetzt will ich Helene umbringen. Ich bringe sie um. Sehen Sie, was nach außen geht, kann nicht nach innen gehen. Aber was nicht nach innen geht, muss deshalb nicht unbedingt nach außen gehen. Verstehen Sie? Nein. Ich bringe sie um. Oder mich. Es ist eine Frage der Selbstachtung, finden Sie nicht? Von Ihnen habe ich übrigens auch geträumt. Sie haben mit meiner Mutter im Fernsehen diskutiert über mich. In aller Öffentlichkeit. Interessant. Und dann? Dann kam die Tagesschau.
Tag, Herr Benjamin. So schnell vom Espresso. Ich habe meinen Fotografen mitgebracht, ich mache nämlich eine Geschichte mit Ihnen. Sie machen gar nichts über mich. Was soll das alles noch? Ich bin doch gar nicht mehr interessant. Sagen Sie das doch nicht! Endlich war mal was los im Fernsehen. Es war ein seltener Augenblick der Wahrheit, hat ein Kritiker geschrieben. Das ist übrigens für Sie, das lag vor der Tür. Felix, komm. Ein seltener Augenblick der Wahrheit, hat ein Kritiker gesagt? Ich lese nämlich grundsätzlich keine Kritiken. Mhm. Meistens. Sieht aus wie ein Telegramm. Telegramm? Von wem denn? Ach, vielleicht möchten Sie erstmal ans Telefon gehen? Ach so, ja, kommen Sie rein. Ich meine, nehmen Sie Platz. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Felix. Ja, Benjamin. Ach, was willst du denn schon wieder? Gott sei Dank. Du lebst. Ja, Mutter. Da hast du aber wirklich Glück gehabt. Peter, dein Vater lässt dich grüßen. Aha. Das ist nett, Mutter. Wirklich sehr aufmerksam von ihm. Ja, Mutter. Los, Felix, mach ein paar Bilder, der ist jetzt abgelenkt. Nein, Mutter, mach. Mach schon, mach. Vielleicht, Mutter. Aber Mutter, hast du mir nicht immer gesagt, Vater ist seit 35 Jahren tot? Sag mal, du wirst mir doch nichts verheimlicht haben. Keine Fotos, bitte. Ach, Peter, du begreifst mal wieder nicht. In unserem okkulten Zirkel natürlich. Als Geist. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, unser Sohn, Olga, unser Sohn, er ist verschwunden. Mutter, Mutter, meine Frau geht fremd. Meine Frau geht fremd. Ich habe meinen Job beim Fernsehen verloren. Einen erfolglosen Selbstmordversuch hinter mir. Die Presse setzt ihre Meute auf mich und du erzählst mir Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Aber ich habe heute nicht die Muße, dir zuzuhören. Heute nicht! Ich habe, wie gesagt, keine Fotos. Wer war denn das am Telefon? Haben Sie noch eine Mutter? Das war meine. Ich hätte sie spätestens bei der Geburt mit der Nabelschnur erwürgen sollen. Sie ist in einem okkulten Zirkel und versucht, den Geist meines Vaters zu rufen, damit er ihr bei meiner Erziehung behilflich ist. Wieso erzähle ich Ihnen das eigentlich? Weil ich eine Story über Sie schreibe und weil Sie mich jetzt umfassend informieren wollen, richtig? Richtig. Den Teufel werde ich tun. Nein, Mutter, jetzt nicht. Wie soll man das aushalten? Was wohl in dem Telegramm stehen mag? Ach, richtig, das Telegramm. Mutter, ich habe Nein gesagt! Jetzt hat er zum zweiten Mal Mutter zu mir gesagt. Ich glaube, er ist reif für die Klapsmühle. Das macht nichts. Hauptsache, er kommt beim Publikum an. Haben Sie auch ganz bestimmt das Telegramm an ihn abgeschickt? Was selbstverständlich, Herr von Selbwitz. Also ich habe es meiner Sekretärin gesagt. Entschuldigen Sie, wo waren wir stehen geblieben? Das Telegramm. Ach ja. Was geht Sie mein Telegramm an? Na, machen Sie schon. Sagen Sie mal, was ist eigentlich los mit Ihnen und Ihrer Frau? Was ist da passiert? Wieso interessiert Sie das? Haben Sie eine Ahnung, mit wem Ihre Frau? Nein, aber ich werde es rauskriegen. Und wie? Ich werde einen Detektiv engagieren. Viel besser, ich mache es selber. Seien Sie doch nicht albern. Ihre Frau haut doch ab, wenn sie sie sieht. Ich werde mir einen Bart ankleben, Mütze aufsetzen. Wie eine Knatterton, was? Mensch, die Mütze. Bleiben Sie hier. Ich bin gleich zurück. Was machen Sie da? Wo ist meine Mütze? Aufhören, stopp! Runterlassen davon! Runterlassen! Aufhören! Thank you.
Gratuliere zu Ihrer Sendung. Ich werde Sie für den Grimme-Preis vorschlagen. Von Selbwitz, Intendant. Per ist Ihre mündliche Kündigung, erlauben wir uns, mit Ihrem Einverständnis zu ignorieren. Mein Gott, war ich so schlecht? Onkel Josef, hast du das wirklich alles so gewollt? Mensch, Onkel Josef, du bist der Größte! Gut, dass ich mich nicht umgebracht habe, sonst wäre ich jetzt tot. Was mache ich bloß damit? Irgendwas Sinnvolles, was richtig Sinnvolles. Irgendwas, was der ganzen Menschheit zugute kommt. Mann, du Penner. Hier bin ich. Benjamin? Nein, hier bin ich. Dorfmann! Ach, das ist Blödsinn! Dorfmann, bitte! Sagen mir, wann Sie Zeit haben, dann lasse ich Ihnen den Film vorführen und Sie sagen mir, wo Sie die Schnitte wünschen. Gar kein Problem, Herr Minister. Ich bin völlig Ihrer Meinung, dass der Film so nicht bleiben kann. Hilfe! Dorfmann. Ein Unsichtbarer. Dorfmann, ist ja unglaublich. Ja, unglaublich. Ganz unglaublich, aber er ist trotzdem da. Was fällt Ihnen ein? Moment, Herr Minister. Entschuldigen Sie bitte. Dorfmann, raus! Sie Waldheini! Warten Sie gefälligst draußen im Vorzimmer! Raus! Herr Minister, das hat Folgen! Herr Minister, jetzt bin ich wieder ganz für Sie da. Frau Lecker, ich glaube, es sind welche da. Ja? Jemand. Zufällig ein Valium, weiß ich. Tja, tut mir furchtbar leid, Herr Minister. Einer meiner Mitarbeiter hat die Nerven verloren. Ja, hallo, Wigbert, du alter Schwede. Wigbert von Selbwitz. Dann machen wir das so, Herr Minister. Bliebe nur noch der Termin offen, ja. Ja. Wigbert. Hallo? Herr Minister? Sind Sie noch da? Kugelschreiber. Ja? Wären Sie so freundlich, ihn aufzuheben? Danke. Das wäre alles, Frau Kammerlohr. Und das Interview mit Frau Schnell für den Espresso? Schon wieder die? Bloß die nicht jetzt. Ja, aber Sie hatten für jetzt Termin gemacht, Herr von Selbwitz. Nicht die schon wieder. Bloß die nicht. Nicht jetzt. Es tut mir leid,
Das geht jetzt nicht. Was soll das heißen? Er kann jetzt nicht. Ich habe hier um Punkt 2 einen Termin, den ich mir mühsam erkämpft habe. Ist das die Art, wie der Intendant dieses Senders mit der Presse umgeht? Frau Schnell, ich kann es halt auch nicht ändern. Ich habe wirklich keine Zeit. Natürlich nicht. Sie sind ja nur die Stimme des Herrn, nicht wahr? Nein. Das ist... Oh, die Albern, dass Sie versuchen, vor mir wegzulaufen. Sagen Sie, würde es Ihnen sehr viel ausmachen, wenn Sie mich endlich in Ruhe lassen? Ja, würde es. So, und darf ich fragen, warum? Aber natürlich dürfen Sie nicht. Und warum? Ganz ehrlich? Ah, meinetwegen können Sie auch lügen. Sie sind ja von der Presse. Ich habe Sie gut verstanden in Ihrer Show. Wirklich gut. Alles, was Sie zu Ihrer Frau gesagt haben, hätte ich auch sagen können. Zu Ihrem Freund? Mm-mm. Zu Ihrem Mann? Dem Mann, mit dem ich eine Beziehung habe. Und er hat gleichzeitig eine Beziehung zu einer anderen. Wollen Sie jetzt ein Interview von mir? Werden Sie nicht frech, wenn Sie eins von mir wollen. Augenblick. Ich weiß nicht. Der kauft 2 Fahrkarten und fährt nach Wien. Er hat mir natürlich erzählt, er hätte da was zu tun, aber mal ehrlich, würden Sie ihm das glauben? Ich wüsste wirklich zu gerne, wie er mit dir redet und was er mit dir macht. Verstehen Sie das? Ja, natürlich. Ich bin ja in einer ähnlichen Situation. Und wer sie überhaupt ist? Aber vielleicht habe ich auch gar keine Ahnung und das ist alles ganz anders. Wissen Sie, was Ihnen fehlt? Die Mütze der Pandora. Die was? Eine Tarnkappe. Und Sie könnten überall dabei sein, jedes Gespräch belauschen, alles herauskriegen, was Sie wollen. Wäre das nichts? Herr Benjamin! Oh nein! Nicht schon wieder. Wenn Sie nicht mit mir reden, muss ich irgendwas erfinden. Ist doch klar. So, was denn? Ach, dass Ihre Frau Sie verlassen hat, weil Sie impotent sind? Mhm. Oder weil Sie ganz perverse Sachen von ihr verlangt haben? Das können Sie sich aussuchen. Oh nein! Peter! Bleib sofort stehen! Ich bin außer mir. Wie konntest du nur? Auch wenn du 10-mal ein Fernsehstar bist, bleibst du immer noch mein Kind. Mitten im Gespräch einfach aufzulegen. Das ist eine unerhörte Ungezogenheit. Mutter, ich bin weder ein Star noch ein Kind. Und beim Fernsehen bin ich auch nicht mehr. Ich bin ein erwachsener Mensch. Und ich will, dass du mich in Ruhe lässt. 22:30 bitte, die Dame. Sie sollen den Mund halten. Sagen Sie dir nicht, dass Sie stören. Ein unmögliches Benehmen. Und ich verlange von dir sofort eine Entschuldigung. Ja, Mutter. 22:30. Wohl deine neue Freundin, hm? Meinst du, meine neue Freundin würde mich wie eine Wahnsinnige fotografieren? Mhm. Helene. 22:30, bitte. Bitte hören Sie auf. Ich will mein Geld, sonst nichts. Ja, Gott, ja, doch. Was will ich Ihnen denn? 22:30. Junger Mann, Sie müssen lauter reden. Man versteht Sie ja kaum hier, das stimmt. Haben Sie das gesehen? Der ist verschwunden. Peter, komm sofort zurück. Helene! Helene! Ich habe etwas, das unser Leben total verändern wird. Benjamin, Taxi! Vielleicht können wir darüber mal ein anderes reden. Nein, du musst mir jetzt zuhören. Bitte, ich habe jetzt keine Zeit. Ich rufe dich an, ja? Das geht nicht am Telefon. Ich muss es dir jetzt zeigen. Ich kann mich nämlich unsichtbar machen. Wenn du das wirklich kannst, dann würde ich dich sehr darum bitten, es zu tun. Schau her! Helene, jetzt schau doch! Schau gefälligst her, jetzt bin ich weg! Ich auch! Helene! Mein Gott, ich glaube, ich muss sterben. Taxi! Taxi! Das
275. Mhm. Bitte schön. Alles einwandfrei. Ist unmöglich. Dir fehlt nichts, absolut nichts. Ist ausgeschlossen. Der Blutdruck ist normal. Die Laborwerte, sogar deine Leber ist in Ordnung. Also was willst du? Die Wahrheit, Eduard, die Wahrheit. Ich bin krank. Herrgott nochmal, ich fühle mich hundeelend. Alles tut mir weh. Du fehlst doch sonst immer was. Wahrscheinlich habe ich Krebs. Oder noch was Schlimmeres? Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll. Ganz offen. Es wird dich sicher schwer treffen. Ich hab's gewusst. Du hast gewusst? Es ist Krebs, nicht? Wie lange habe ich noch zu leben? Ein Jahr? Ein halbes. Es ist so. Ich habe eine Freundin. So. Und was hat das mit meiner Krankheit zu tun? Nun, ist das die, für die du gelegentlich den Champagner kalt stellst? Hm. Wenn du mich jetzt um Rat fragst, ob du sie heiraten sollst. Eduard, tu's nicht! Benjamin, sie ist verheiratet. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So mache ich das nächste Mal auch. Wenn ich sie brauche, ist sie da. Und wenn nicht, dann ist sie bei ihrem Mann. Weißt du, der Ehemann weiß zwar, dass er einen Liebhaber hat, aber er ahnt noch nicht, dass ich es bin. Und da hatte ich mir gedacht, ich sollte einmal offen mit ihm reden. Wozu? Was willst du ihm sagen? Dass er ein ausgemachter Trottel ist? Vergiss es. Weißt du, sie leidet sehr unter dieser Situation und findet, wir sollten die Sache klären. Herr Doktor, ich brauche mal eine Unterschrift. Sie leidet. Das ist typisch. Und wenn es mir recht ist, gehe ich dann. Ihren Mann mit ihr betrügen und dich wahrscheinlich mit ihrem Mann und dann leiden. Ist das alles? Ja. Eduard. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eduard, treibst mit ihr nach Strich und Faden. Und wenn du sie satt hast, dann lass sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Damit sie sieht, wie das ist. Benjamin, ich liebe sie. Das ist ein Fehler. Das solltest du abstellen. Nämlich, wenn du sie liebst, dann geht es dir eines Tages so wie mir. Das kann ich als dein Freund nicht zulassen. Siehst du, du hilfst mir und ich helfe dir. Und wie kann ich dir helfen? Ich muss Helene wiederhaben. Ich brauche sie. Ohne sie bin ich nichts. Nichts als ein armes, krebskrankes Wrack, das noch ein halbes Jahr zu leben hat. Du hast keinen Krebs. Eduard. Eduard, geh zu ihr, sprich mit ihr. Sag ihr, ich sterbe vor Gram. Oder mach sie eifersüchtig. Erzähle von den Weibern, die ich alle aufs Kreuz lege. Welchen Weibern? Über irgendwelchen. Dann mach sie eifersüchtig. Meinst du, das glaubt sie? Wieso nicht? Immerhin bin ich ein Fernsehstar. Oho. Dann schnapp ich mir diesen Einfallspinsel, der von der wahnsinnigen Idee besessen ist. Er könnte mir meine Frau wegnehmen. Das wird ein Schlachtfest. Was ist los mit mir? Was ist los mit den Frauen? Wer bin ich? Überhaupt? Ich glaube, er wollte erst gar nicht auf diese Welt. Drei Hebammen hat er verbraucht. Und dann dieser Hang zur Schwermut. Später wollte er Förster werden. Ich wollte unbedingt Astronaut werden. Also das hätte er nur getan, wenn ich versprochen hätte, mitzufliegen. Noch heute hat er immer Angst, wenn ich weggehe, dass ich nicht wiederkomme. Sie meinen, er hat Angst, dass Sie zurückkommen. Wie meinen Sie das? Schreiben Sie das bitte. Entschuldigen Sie bitte. In welchem Zimmer wohnt meine Frau? Frau Benjamin. Zimmer 272. Danke. Kann ich da anrufen? Ja, von dort bitte, wenn Sie eine Null vorweg wählen.
wieder nichts. Und wenn ich doch lieber zu mir gehe? Eduard. Das ist der Gipfel. Gott, wie banal, ein Schmierenstück. Ich lieb dich. Ich lieb dich so sehr. Ich dich auch. Was ist denn? Bist du plötzlich so abwesend? Unsinn. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, er steht unsichtbar zwischen uns. Ich meine Benjamin natürlich. Ich halte die Hände schnell zu vergessen. Was denn jetzt? Der Wasserhahn. Was ist denn jetzt? Ja, hörst du das nicht? Ja, ich hör's. Tut mir leid. Telefon, kein Klopfen an der Tür, kein Wasserhahn mehr, nur noch wir beide. In Ordnung? Ja, in Ordnung. Etwas Schreckliches ist passiert. Das kann ich nur bestätigen, Mutter. Also, ich war in unserem Zirkel. Wir hatten uns alle an den Händen gefasst und uns nur auf dich konzentriert. Plötzlich habe ich dich gesehen. Peter, es war schrecklich. Weil du etwas ganz Furchtbares getan hast. Um Himmels Willen, Mutter, was habe ich getan? Du erinnerst dich doch an das Meister Porzellanservice. Das ich dir zur Hochzeit mit Helene geschenkt hatte. Du hast die Kanne fallen lassen. Mutter, mir fehlt das Verständnis für deinen Okkultismus im Allgemeinen und im Besonderen ganz besonders. Und im Übrigen möchte ich dir sagen, dass du mich in den entscheidenden Augenblicken meines Lebens immer gestört hast. Thank you.
Geh nicht weg. Ich geh nicht weg. Ich bin bei dir. Das war wunderbar, Eduard. Das war wie... wie früher. Entschuldigung, haben Sie schon was vor? Sie? Fare colazione. Frühstück? Warum nicht? Ich hatte mal eine Allergie. Bin von Arzt zu Arzt gelaufen, aber keiner konnte mir helfen. Eines Tages ist ein Wunderheiler in der Stadt. Ich bin natürlich sofort hin, habe ihm meine Geschichte erzählt. Er hat mir auch zugehört und zum Schluss hat er gesagt... gehabt. Sie haben keine Allergie mehr. Und was soll ich Ihnen sagen? Die Allergie, die war nicht weggeblasen. Zwei Tage später lese ich in der Zeitung, dieser Wunderheiler war ein entlaufener Irrer. Und schwupp war die Allergie wieder da. Sie verstehen gar nicht, was ich sage. Norm. Da kann ich ja offen mit Ihnen reden. Wissen Sie, ich bin in einer paradoxen Situation. Mir ist meine Frau weggelaufen, aber ich hätte sie gern zurück. Ja, genau genommen... gehört sie mir schon längst wieder, aber das weiß ich nicht. Und wenn sie wüsste, dass sie mir schon längst wieder gehört, dann wäre ich sie wahrscheinlich endgültig los. Verstehen Sie diese tragische Ironie? Mio caro. Sie verstehen mich ja nicht. Salute. Salute. Die Schädlichkeit des Rauchens und ignorierst deine eigenen Forschungsergebnisse. Das nennt man einen Selbstversuch. Fantastico. Lei fa magie. Ich? Selbstverständlich. Ancora un po'. Oh, pardon. Die zerstreut hat sich bei uns in der Familie. Mein Onkel Josef zum Beispiel, der hat mal seine Taschenuhr gekocht und dabei aufs Ei geschaut. Amore mio. Machen wir amore? Die Mütze? Es muss die Mütze sein. Das gibt's doch gar nicht. Natürlich. Eine Tarnkappe. Nein.
glaub's ja wohl nicht. Leute, ich bin für ein paar Stunden weg, okay? Ja. Tschüss! Martin. Was macht der Benjamin? Dem geht's gut. Und was macht Wien? Ich muss gleich los. Ich nehme den Abendzug. Bleibst du lang? Na, warte. Ja? La Musica. Hören Sie sie nicht? Rimetti la musica. Oh, con la musica è più bella. Moment. Später. No, resta con me, caro. Das kann ich nicht. Ich kann kein Telefon klingeln lassen, entschuldige, aber ich halte es einfach nicht aus. Ich muss rangehen. Hallo? Mutter? Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Nein, Mutter. Oh, la Mama. Ja, Mutter. Nein, Mutter. Fantastisch. Hinreißend. Wundervoll. Mutter, ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe eine ganz, ganz wichtige Besprechung. Avanti. Wissen Sie, mein Psychoanalytiker hat mir gesagt, ich hätte viel zu lange gegen meine Instinkte gelebt. Hast du auch ein Bett? Nello Schrank? Bitte keine feministische Debatte, jetzt los. Sie? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, tut mir leid. Ich dachte, Sie wären nicht da. Das ist der Gipfel der Frechheit. Kommen Sie raus. Sie brauchen sie nicht mehr zu verstecken. Sie haben eine Frau im Schrank? Was? Und auf den sind Sie reingefallen? Halten Sie sich da raus. Mutter, bitte nicht. Los. Benjamin.
Ja? Hallo, Helene. Was für eine Überraschung. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich. Nein, nein, im Gegenteil. Ich habe gedacht, ich schlafe ein bisschen. Kann ich dir irgendwas anbieten? Danke, ich bin gleich wieder weg. Ich wollte nur meine restlichen Klamotten holen. Das ist ja allerhand. Das ist ja wirklich allerhand. Ich habe ja gesagt, dass du dich nicht änderst. Was verlangst du von mir? Und dann nur noch auf unserem Bett. Ja? Bist du sicher, dass du dich nicht übernimmst? Nein, absolut nicht. Du solltest aufpassen, dass du dich nicht übernimmst. Wenn ich richtig sehe, ja, siehst du schon jetzt etwas überfordert aus. Oh. Ah. Ah. Na, Mama. Ich glaube, jetzt brauche ich einen Wupptisch. Sag mal, waren da nicht mal zwei drin? Wo sind sie? Wo ist sie? Wie? Deine Frau? Nein, die andere, die mit Ihnen im Schrank war. Credevo, dass deine Frau war. Das war die andere. Das ist meine Frau. Die Mütze. Amico, es war sehr unterhaltsam bei dir. Ma che commedia. Mamma mia. Ich muss sie wiederfinden. Jetzt hat die Mütze. Eine Journalistin. Was will die damit? Wo will die damit hin? Was ist hier eigentlich los? Aber wie? Aber wo? Freund? Was für ein Freund? Das ist der Mann, mit dem sie eine Beziehung hat. Ein Flugzeug geht jetzt nicht mehr, aber ein Zug. Komm, wir müssen zum Bahnhof. Warte mal, warte mal. Ist das nicht zufällig unseres? Halte die Mütze. Warum hast du mir das alles nicht früher erzählt? Wollte ich doch. Du hast mir ja wie immer nicht zugehört. Steig du vorne ein, ich fange hier an. Ja, woran erkenne ich Sie denn? Daran, dass Sie unsichtbar ist, woran sonst? Haha. So? So, warten Sie. Joe, sind Sie hier?
Hallo, Herr Benjamin. Ja, Sie erkennen mich doch. Doch. Sie sind der Tenor aus Wien. Sie waren in meiner Show. Suchen Sie Ihren Hund? Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Sie auf den Sitz. Na, machen Sie schon. Fester. Nehmen Sie Ihre Finger da weg. Oh. Sie Vollidiot, Sie sollen sie festhalten. Sie werden es erwarten können. Hast du denn die blöde Mütze her? Aus Paris, von Dior. Liebe Zeit. Komisches Ding. Was du nur hast. Lacht. Also, hören Sie mal, was fällt Ihnen überhaupt ein? Ich mach das schon. Verzeihung, ich hab... Entschuldigung, geht's da zur Toilette? Eine Mücke. Moment. Die ist von Dior. Sie machen einen großen Fehler. Ich bin bekannt, ich bin ein Fernsehstar. Ja, Professor Brinkmann, was? Das kommt vor. Guck mal, Mama, das ist Peter Benjamin. Den kenne ich aus dem Fernsehen. Sag das nochmal. Sag das zu den Herrschaften nochmal, bitte. Da ist Peter Benjamin, dem ist die Frau weggelaufen. Ja, ist gut. Ja, danke. Geh weiter. Ja, ja, ist schon okay. Mach, dass er wegkommt. Du meinst wirklich, dein Vater freut sich, wenn wir einfach so aufkreuzen? Na klar. Dann weiß er doch endlich, wohin mit seinen Millionen. Eine Zeitung ist für ihn das Höchste. Ich tue es aber nicht nur wegen der Kohle. Hagen, was bist du doch für eine verlogene kleine Ratte. Du, ich glaube, ich habe den wirklich schon mal im Fernsehen gesehen. Ja, sicher. Sag ich doch. Na und? Das gibt ihm doch lange nicht das Recht, sich aufzuführen wie die Axt im Walde. Der bleibt da drin. Bis zum nächsten Bahnhof. Benjamin, was machen Sie denn hier so ganz allein? Wo haben Sie meine Mütze? Sie haben sie mir doch selbst empfohlen. Was habe ich? Sie haben gesagt, alles, was ich brauche, ist eine Tarnkappe. Jetzt habe ich eine und Sie freuen sich gar nicht. Jetzt bringe ich Sie um. Hey, Sie da! Hauen Sie ab. Weg, weg, weg! Die holt sich einen Zweitschlüssel. Was soll das werden, wenn das fertig ist? Red nicht, umarm mich. Warum? Mensch, sei nicht so begriffsstutzig. Los, mach! Enger! 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 Mein Gott, bist du ungeschickt. Wir sind weg, es funktioniert! Tatsächlich. Puh, ich ersticke gleich. Ruhig, die schaffen es.
Ich werde verrückt. Ich dachte schon, du würdest die Situation ausnutzen. Entschuldigung. Würdest du die Mütze noch mal aufsetzen? Was willst du denn? Die Situation ausnutzen, was sonst? So aus, wenn du dich änderst. Ich weiß, was du jetzt denkst, Helene, aber du irrst dich. Wenn du gesehen hättest, vorhin, wie ich gekämpft habe, als ich unsichtbar war, gegen die Zudringlichkeiten von der Dame, dann würdest du wissen, ich bin auf dem Weg, mich zu ändern. Ich habe noch ein paar Fehler. Ich gehe mit Socken ins Bett, ich bin beim Fernsehen, ich bin egoistisch, hypochondrisch, hysterisch, paranoid, schizophren, aber... Und jetzt das hier noch... Der Weg ist das Ziel. Vorsicht, die Notbremse! Jawohl, die Notbremse. Jetzt ist Schluss. Vielleicht sollte man mal etwas Vernünftiges damit machen. Ja, irgendetwas, was der Welt wirklich nützt. Das einzig Sinnvolle, was wir damit tun können, ist, sie wegzuschmeißen. Was hat sie schon genützt? Ich habe herausgefunden, dass du mich betrügst. Glücklich hat mich das Ganze jedenfalls nicht gemacht. Weil du deine niedrigen Instinkte befriedigen wolltest. Deine kleinen, egoistischen Triebe. Der Weg ist das Ziel. Um den Weg zu gehen, brauchte ich die Mütze. Verstehst du das? Nee. Um unsere Probleme zu lösen, müssen wir sie zuerst erkennen können. Hm? Was? Und das hast du durch die Mütze herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass ich die Mütze überhaupt nicht mehr brauche. Schließlich sind wir erwachsene Menschen. Wir müssen selber Ordnung in unser Leben bringen. Helene, eigentlich ist ja auch alles ganz einfach. Ich liebe dich, du liebst mich. Wir ziehen wieder zusammen und alles ist gut. Wir können ganz von vorn anfangen. Bist du einverstanden? Hey. Es gibt ja auch Freundschaft. Dies ist der Beginn einer wunderbaren platonischen Freundschaft. Es wäre doch gelacht, wenn wir drei uns nicht wie vernünftige Menschen verhalten können. Einverstanden. Hand drauf. Benjamin hatte endlich zu sich selber gefunden. Ich habe mich geändert, glauben Sie es mir. Ich bin ein anderer geworden, ein vollkommen anderer. Ich war ja zu sehr auf mein Ich fixiert. Im Fernsehen war er wieder oft zu sehen. Helene zog wieder zu Benjamin und war glücklich mit ihm. Mit Eduard hatte sie endgültig Schluss gemacht. Bis morgen. Helene und Benjamin respektierten sich als zwei unabhängige, selbstständige Menschen. Die Ehe stand jetzt auf dem soliden Fundament gegenseitigen Vertrauens. Über kleine Schwächen ihres Mannes sah Helene lächelnd hinweg. Jo schrieb eine liebevolle Geschichte über Benjamin. Sie dachte voller Zärtlichkeit und Heiterkeit an ihn. Der stark ist, weil er seine Schwächen zeigt. Martin Hagen war begeistert. Helene entdeckte bei sich eine Leidenschaft für kleine Besorgungen. Sie sah dabei mehr als früher auf Qualität. Benjamin hatte seine Eifersucht endgültig überwunden. Du warst schon wieder mit Helene zusammen, hast deine Doktorspiele mit ihr getrieben. Woher weißt du das? Sie sprachen sich aus, wie sich das unter erwachsenen Männern gehört. Benjamin sagte Eduard ganz klar und emotionslos, was er dachte, ohne Sentimentalität. Weißt du noch, wie wir beide Helene zum ersten Mal gesehen haben? Ihr Kleid war blau. Grün. Blau. Grün. Blau. Er hatte aufgehört, sich quälende Fragen zu stellen. Gibt es einen Sinn im Dasein? Gibt es ein Leben nach der Ehe? Er war ein anderer geworden und doch wieder nicht. Es ist eine Lust zu leben. Ich wiederhole, es ist eine Lust zu leben.
I'm somewhere in another world, alone with you, sharing all the joy we used to know. Many moons ago, once again your face comes back to me, just like the theme of some.